So, da wären wir wieder. Wir haben eine einigermaßen Umlaufbahn. Wir haben sogar schon einen Intersect-Punkt mit dem Duna Lander. Mit 1,7 Kilometern, wenn wir da an dem Punkt 0,3 Meter die Sekunde Schub geben. In 14 Minuten. Also ja, ist echt nur minimalst. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu viel Schub gebe. Müssen wir dann gucken. Und dann werden wir zu dem Zeitpunkt rüberhopsen müssen auf das andere Schiff. Das sollten wir wahrscheinlich vorher schon machen. Und dann muss er da einfach rausspringen. Das wird sehr interessant. Und dann guckt euch das mal an. 304 Einheiten Treibstoff nur noch. Ich bezweifle sehr, sehr stark, dass wir damit wieder nach Hause kommen. Aber ja, ich sehe das alles einfach nur als Training an. Gerade was das näher an den anderen rankommt, was das von Raumschiff zu Raumschiff im Raumanzug springen angeht und so weiter. Und wenn das dann nichts wird, dann baue ich einfach eine neue Rakete, wo in der Stage hier die Tanks ein wenig größer sind. Und probiere das Ganze dann nochmal. Aber ja, jetzt erstmal den Punkt hier nicht verpassen. SAS. Achso, können wir noch nicht ausmachen. 4 Minuten, 3 Minuten. Sind gleich da. Ich würde den Jungen schon ganz gerne mal nach Hause bekommen. 1 Minute 30. Ja, okay. Warp aus. SAS aus. Orientieren. So, SAS an. Na, wackelt ganz schön. Ja, weil es halt nur 0,3 Mitte der Sekunde Schub ist. Also ich werde ganz leicht auf Shift tippen und dann gleich wieder auf Steuerung. Mal gucken. Bisschen warpen. 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, das muss reichen. Du weg mit dir. Vorwärts warpen, so gut es geht. Ab irgendwo hier werden wir so nah am Planeten dran sein, dass wir nicht mehr ordentlich warpen können. Und da wechseln wir dann zum anderen Schiff. Und dann wird's lustig. Kurz Warp runter, abspeichern. Wieder nah ran warpen, so. So, jetzt können wir schon mal nicht mehr weiter. Und gleich wird er auf physikalischen Warp wechseln. Und da könnte er eigentlich schon aussteigen und sie einfach nur festhalten, solange bis wir an dem Punkt sind. 2 Minuten weg. So, Switch to Duna Lander. So, wo ist das andere Schiff? M. Set as Target. M. Komm schon, komm schon, komm schon, gib mir. Da hinten. Okay. Geschwindigkeit zum Ziel. Wir können den ganzen Treibstoff hier verballern, fällt mir gerade auf. Da ist unser Ziel. Unsere Geschwindigkeit relativ zum Ziel sind 50 Meter die Sekunde. Das ist ordentlich. Das können wir aber ändern, indem wir in Richtung, in die das Ding fliegt, selber Schub geben, richtig? Jo. So. Bisschen Treibstoff haben wir noch. Jo, wir haben sogar noch ordentlich Treibstoff. So, du kommst näher, aber nicht mehr ganz so schnell. Jetzt sollten wir es auch mal erst machen, wenn das Ding nahe genug dran ist. Wo ist der Punkt? Punkt ist da. Okay. Eine Minute. Sekunden. Können wir schon irgendwas funkeln sehen von der Oberfläche? Was ist der nächste Punkt? 1,7 Kilometer. 2,5, 2,4, 2,3. Kann immer noch nichts sehen von dem Schiff. Hat aber auch keine so stylischen Lampen wie wir, ne? So.
2,1. 2,0. Da, gib Schub. Oh, 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 oh. So, jetzt müssen wir zu dem Ding hin. Das wäre hier. Jo. Schub. Komm näher. 1,9. Jo. 1,8. So weit, so gut. 50 Meter die Sekunde. Okay, stopp. Gegenbrennen. Wir wollen ja nicht dran zerschellen. Das Ding muss uns ja nach Hause bringen. Auch wenn ich echt gerne ein bisschen was von dem Treibstoff darüber transferieren wollen würde, aber das geht halt nicht, weil wir hier nicht docken können. So, 900 Meter. 700. 600. So, gegenbremsen. Alles gut, alles gut. So, wir fliegen immer noch drauf zu. Abbremsen. So. Wieder zum Ziel orientieren, wieder näher ranfliegen, wieder abbremsen. Das ganze Spiel halt nochmal. Wie man das auch schon vom Docken gewöhnt ist. So, 10 Millisekunden ist mehr als genug. Umdrehen. Alleo. So. 170, 50, 40, 30, 120 Meter. Und ausgleichen. 60 Meter. Das ist echt ein Katzensprung. Aber ich will noch näher ran. So. Und sofort auf Gegenkurs gehen. Und versuchen, das Ding nicht weg zu... Auffangen, 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 auffangen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind viel zu nah dran. Also nicht wirklich, aber wir sind gleich zu nah dran. So. Gegenkurs. So. 40 Meter. 0,6. So. 36,5. Speichern. Wir entfernen uns. Also, guter Mann, du musst jetzt da raus. EVA. Oh, da wird mir jetzt schon übel. Da ist das andere Ziel. So, du musst jetzt loslassen. Und du musst jetzt loslassen, sage ich. So. Genau, Jetpacks an. Wow, 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 wow. Okay. Du musst jetzt dahin, Junge. Kommst schon mal näher, kommst näher. Das Ding hat natürlich auch keine Leiter. Da. Wie geil, er ist drin. Das ging, wow. Das ging wesentlich einfacher als gedacht. Also ja, er ist mit der Nase einmal gegengeditscht und so, aber das hält er aus. Also, unser Kannibal ist an Bord mit anderen Carbonauten. Nach 3000 Tagen oder so. Zusammengenommen mit dem Weg, den er hierhin genommen hat. Hammer. Endlich wieder sozialer Kontakt. Speichern. So, wir wollen nach Hause. Und zwar nicht auf so einer Umlaufbahn. Aber eigentlich müssen wir erstmal nur weg. Wir müssen weg von Duna. Und zwar, Duna fliegt im Gegensatz des Uhrzeigersinns. Das heißt, wir wollen nach da weg. Also nach unten am Bildschirmrand. Das heißt, wir müssten da irgendwo brennen. Ah.
Ja. Also mit den physikalischen ist echt nicht schön, weil wir so nah dran sind. Aber ich denke mal, es wird sich auszahlen, dass wir wenigstens etwas die Geschwindigkeit von Duna ausgleichen. Weil wenn wir jetzt halt Schub geben würden, würden wir mit dem Schwung von Duna weiter um die Sonne rutschen. Und dann hätten wir noch mehr Geschwindigkeit, die wir dann wieder negieren müssen. Weil um jetzt nach Kerbin zurückzukehren, müssen wir einfach nur, sobald wir die Duna-Umlaufbahn verlassen haben, gegen unseren Kurs brennen und quasi auf die Sonne fallen. Und dann haben wir irgendwann hier wieder einen Berührungspunkt mit Kerbin und müssen von Kerbin eingefangen werden. Also genau rückwärts von dem, was wir gerade gemacht haben. So, können wir jetzt Warp wieder richtig? Ja, wir können wieder Warp richtig. So, also irgendwo hier. Können wir noch mehr? Nö. Ich sehe das nicht kommen. Oh gut, geben wir den Jungs einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja, da so. Okay, jetzt könnten wir schon langsam Warp ausmachen. Ja, stehen wir es okay so. Also nicht gegen Kurs, dann stürzen wir ab. Wir würden gerne gegen gegensteuern. Da würden wir gerne hin. SAS an. Schub. Schub, 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 Schub. Und zwar so lange Schub, bis wir Duna-Umlaufbahn verlassen. Es geht jetzt schon so stark runter. So, Full Power. So. Irgendwo hier müssten wir es doch schon gleich verlassen. Ein bisschen runter, ein bisschen runter. Oh. Okay. Ein bisschen weiter weg, bis wir es verlassen. Ein bisschen weiter, weiter, weiter weg, als wir es verlassen. So. Stopp. 220 nur noch. Okay. Warpen, was das Zeug hält. Eine Stufe höher, eine Stufe höher. Eine Stufe höher. So, wir haben es geschafft. Wir sind aus der Duna-Umlaufbahn mit unserem Kannibalen raus. Jetzt müssen wir nach Hause. Und dazu müssten wir an der Apoapsis da hinten Gegenschub geben. Und zwar so viel, dass wir runterfallen. Ich kann ja mal spielen, solange wir dahin warpen. Gehen hier auf Gegenkurs. Das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. 400 Meter die Sekunde. 500. 600. 700 Meter die Sekunde brauchen wir, um die Chance haben, von Kerbin eingefangen zu werden. Mit 220 Einheiten Treibstoff. Ja, genau. Na gut, wir können nur Daumen drücken. Diejenigen, die schon etwas länger gespielt haben, werden wissen, wie weit einmal so viel Treibstoff kommt. Ich habe noch Hoffnung. Und wenn das nichts wird, was mache ich dann? Wir können nicht noch eine Rakete losschicken mit noch mehr Kerbals drin. Außer wir lassen die zwei Jungs, die hier irgendwo um die Sonne flitzen. Ja, mal gucken. Erstmal wollen wir jetzt hier bis zur Apoapsis. Das Ding brauchen wir gar nicht. Wir geben einfach durchgehend Schub, bis es nicht mehr geht. So, 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag. Runter. So, SAS aus. Gegenkurs. SAS an. Und drück die Daumen. Ah.
Sieht gut aus. Sieht gut aus. 180. 170. 160 Treibstoff. Hälfte des Weges schon geschafft. 150 Treibstoff. 140. Nähern uns Körben. 130. 120. 110. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. 100. Können Schub runtergehen. Ah, 80. Und Schub aus. Können wir da eingefangen werden? Wir sind ein bisschen hoch. Aber wir können definitiv an der Stelle eingefangen werden. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ein Problem, das ich jedoch sehe, wenn wir eingefangen werden, haben wir vielleicht nicht genug Treibstoff, um eine Umlaufbahn herzustellen. Das ist das nächste große O.O. Wir könnten jetzt von Körbe eine Rakete starten, die dann genau zu dem Zeitpunkt da ist. Nein, das bringt nichts. Ich habe eine Idee. Also erstmal werde ich jetzt wieder einen Zeitraffer machen müssen oder einen Cut. Dann werde ich so lange hier im Kreis fliegen müssen, bis wir überhaupt von Körben eingefangen werden. Dann gucken wir, ob wir mit dem Treibstoff das hinkriegen, dass wir eine Umlaufbahn um Körben rumbekommen. Was für einen, ist mir vollkommen egal. Das machen wir mit einer dritten Rakete später. Falls das nicht klappen sollte und der Treibstoff nicht reicht, um eine Umlaufbahn um Körben hinzubekommen, dann schmeißen wir unseren Kannibalen einfach raus. Ich weiß nicht, ob für fliegende Piloten dieselben orbitalen Regeln gelten oder nicht. Das heißt, es könnte sein, dass der Kannibale dann einfach genau im Körbensystem hockt und wir andere Rakete hinschicken können, um ihn abzuholen. Weil ich fände es ein wenig komisch, wenn ein Körben die Umlaufbahn von einem Planeten verlassen könnte. Aber ist nur eine Idee. Wäre aber ganz lustig. Aber ja, jetzt, wie gesagt, kleiner Cut und wir sehen uns wieder, wenn wir hoffentlich von Körben eingefangen werden. Also bis gleich.